engagierter Geschäftsmann, ein Familienmensch. Ich habe das große Glück, diesen Mann meinen Mentor und meinen Vater zu nennen. Alle Weltereignisse drehen sich um Folgendes. G-E-L-D. Warum unsere Firma verkaufen? Wir machen eine großartige Rendite. Wie viel Geld brauchen wir denn? Willst du der Reichste auf dem Friedhof sein? Ich will dich. Fahr mit mir weg. Jimmy, ich bin's. Sagst du mir, worum es geht? Du fragst besser nicht. Der Wagen hat verschiedene Aufprallpunkte. Aber sie war hier und ihre Füße waren hier unten. Wer hat denn die Tür aufgetreten? Die Situation wäre eine fahrlässige Tötung. Was würdest du einer solchen Person raten, was sie tun soll? Es gibt etwa 50 Dinge, die diese Person nicht bedacht hätte. Fingerabdrücke, DNA, Handy-Verbindungsdaten. Wenn die Person eine Fusion mit einer Bank abschließt, kann eine Verhaftung die Transaktion verhindern. Die Hälfte der Vermögenswerte des Fonds fehlt. Da klafft ein 400-Millionen-Dollar-Loch. Das ist lächerlich. Dich erwarten 1000 Jahre Gefängnis. Was willst du von mir hören? Ja? Hier möchte ein Detective Breyer zu Ihnen. Wir haben den Fahrer noch nicht gefunden. Den Fahrer? Ja, es ist jemand anders gefahren. Was ist mit Ihrem Kopf geschehen? Ich habe ihn mir am Medizinschrank angehauen. Ich hasse es, wenn das passiert. Detective Breyer, es geht um Ihren Mann. Nein, machen Sie einen Termin aus. Sag mir, was vor sich geht. Er ist mein Dad. Ich muss ihm vertrauen. Es geht um Mord. Ich weiß, du hast ihn abgeholt. Und je mehr Zeit vergeht, desto mehr Lügen werden erzählt. Hätte ich etwa zulassen sollen, dass meine Investoren durch mich pleite du gehen? Du hast gelogen. Wir waren dabei, bankrott zu gehen. Die Polizei will mit mir reden und ich werde nicht für dich lügen. Der Kerl darf nicht davonkommen, nur weil er bei CNBC auftritt. Ich bin deine Partnerin. Du bist nicht meine Partnerin, du arbeitest für mich. Jetzt bringst du das in unser Haus. Alles, was ich tue, tue ich für uns, für diese Familie. Und du sagst mir, wie ich meine Geschäfte führen soll? Hier geht's nicht um dein Geschäft, hier geht's um unser Leben.